Hallo Martin, vielen Dank für diese Aufgabe hier, die einen kleinen Joke ermöglicht. Und zwar geht es hier um den Definitionsbereich und du hast schon gefragt, ob es denn der Maxial oder der Normal ist. Entweder der normale Definitionsbereich oder der maxiale Definitionsbereich. Und das ist beides das gleiche. Ja? Jeder Normal ist auch ein Maxial. Maximal eigentlich ja sogar. Aber jetzt müsste der Joke-Knochen auch durchgesickert sein. Jetzt haben wir hier eine Funktion, f von x gleich 1 durch x. Aha, da können wir was einschränken, weil das ein Nenner ist. Und ln von aha, da darf das hier nicht und so. Da kann gleich die Vokabeln Glocken schellen. A soll größer als 0 sein. Ln-Funktion kann man sich vielleicht ins vor Augen rufen, sieht so aus. Und 1 durch x-Funktion sieht so aus. Jedenfalls schematisiert. Dieses Teil hier hat tatsächlich, darf man 0 nicht einsetzen und sonst darf man alles einsetzen. Das bedeutet, hier können wir schon mal jetzt den Satz von der Definitionslücke, hätte ich beinahe gesagt, anbringen. Und der maximale Definitionsbereich für diesen Teil hier ist ja schon mal x ohne das Element 0. Ja? Wenn wir das jetzt mal aufteilen als f von x gleich g von x mal h von x, dann ist h von x, hat den Definitionsbereich dh, ist gleich r ohne das Element 0. Während dieser Kollege hier, dieser Kollege hier hat den Definitionsbereich von, diesmal ist es h, gleich r plus, das heißt nur die positiven reellen Zahlen und zwar auch noch ohne die 0. Wenn man 0 als positive Zahl sehen will. Ja, das macht ja jeder anders. Nein, Spaß, aber das ist hier die Aufschreibweise, solltest du dir, das sollte der Hinweis sein, nochmal genau angucken, falls es dort lokale Schwankungen gibt in der Bewertung von sowas. Gut, jetzt wollen wir uns überlegen, was darf ich jetzt alles nicht einsetzen? Also 0 darf ich auf jeden Fall hier nicht einsetzen und 0 darf ich offensichtlich auch da nicht einsetzen. In diese Funktion darf ich aber auch keine negativen Zahlen einsetzen. Warum eigentlich nicht? Hier wird doch quadriert. Ja, ganz wichtig, hier wird quadriert. Und wenn wir hier eine negative Zahl einsetzen und das wird quadriert, dann ist das, was ich natürlich hier gerade eben gezeichnet habe, war ja lnx und nicht lnx². Gut, jetzt müssen wir natürlich überlegen, was darf ich eigentlich hier einsetzen? Alles, was hier bei a mal x² rauskommt, muss also positiv sein. A ist positiv und x² ist normalerweise auch immer positiv. Aber wie testen wir das Ganze jetzt? Erstmal sagen wir, hier bei vokabeltechnisch 0 darf nicht, hier bei vokabeltechnisch 0 darf natürlich auch da nicht, weil ln von 0, das kann man auch gerne jetzt hier währenddessen eintippen, 0 und dann macht man dann ln, dann sagt er einem Error, der Taschenrechner. Ist da ein ganz netter Kollege. So, jetzt haben wir hier das hier, a mal x². Wann wird das denn kleiner als 0? Oder wird das kleiner als 0, wenn a größer 0 ist, beziehungsweise x² ja auch immer was Positives ist? Dann kann das nicht sein, wenn a positiv ist und x positiv ist, dann kann es nicht sein, dass das beides zusammen kleiner wird als 0. Das heißt, nur die böse 0 wird hier ausgeschieden. die muss man hier ausscheiden lassen, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, das ist eigentlich genau die Geschichte hier vom Definitionsbereich dieser zusammengesetzten Funktion.